Yo, Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Endlich Clash Royale Part 3. Also, ihr seht, ich bin jetzt Arena 6, habe eine Magietruhe erspielt. Ja, hier so sieht's aus, wie ihr wahrscheinlich wisst. Hier, es gibt auch jetzt halt diese Dschungelarena, ist in 11 Tagen verfügbar. Und diese neuen Karten hier. Und ich konnte. Jetzt der Grund, warum ich keine Videos mehr so aufnehmen konnte. Da stand immer so, also Upload fehlgeschlagen und so, wenn ich das versucht habe hochzuladen. Ich hätte es einfach immer wieder versucht, es hat nicht geklappt. Ein paar Tage später wieder, es hat nichts geklappt, echt Leute. Und jetzt hoffe ich, dass es hochgeladen wird gleich. Ich habe ein geiles Deck. Ein sehr geiles Deck. Und in der Zeit, wo ich halt nicht aufnehmen konnte, so, habe ich halt ein bisschen gezockt. Und ich würde sagen, wir machen als erstes, oder sollen wir Karten verbessern? Nee, ich... Komm, ich hab so viel Gold. Das geht, als ob ich den schon auf Level 7 machen kann, okay. Wir machen einfach mal ein Match, Leute. Das kann man ja mal machen. So. Japaner wahrscheinlich, ich weiß es nicht. Setzen wir mal hier die Barbaren als erstes. Der Spiegel ist auch richtig geil. Ja. Warum sag ich jetzt, dass der Spiegel geil ist? Keine Ahnung. Aber die können schon ordentlich Schaden machen. Oh, sehr viel, wie ihr seht. Weiß der, wie man Clash Royale spielt? Oder... Ey, bitte sag, wir bekommen gleich so eine richtig geile Truhe, ne? Wir setzen jetzt mal einfach den Riesen. Und ich glaube nicht, dass der weiß, wie Clash Royale geht. Ey... Ich irgendwie komplett. Okay. Martin von Geile Kulumato hat mir Sprachnachricht geschickt. Oder halt Jonas. Und Silbertruhe, was? Egal. Die Nachricht gucke ich mir später an. Okay, das... Oder soll ich mir ein Beutel Gold kaufen? Ja, ich habe schon 1000, Ach Leute, wisst ihr was? Wir machen jetzt einfach so lange Matches, bis wir die Chrom-Truhe bekommen haben. Wird's halt auch ein Opening mit einer Truhe. Und ich werde auch bald vielleicht alle Truhen, bis ich alle Truhen geöffnet habe, bis ich die öffnen kann, mache ich bald vielleicht mein erstes richtiges Truhen-Opening, bis ich alle Truhen habe. Also, ja. Das wird ich. Ja, okay, der ist gut. Der ist, glaube ich, echt voll gut. Ich weiß, es war jetzt richtig unnötig, also ich spiele einfach, ja, und ich meine, jeder spielt ja anders, vielleicht, ich habe keine Ahnung. Ja, Feuerball für 5 Elixier, Kloppe. Dafür, ja, das, ja, so, komm. Ich bin einfach mal Arena 6 und Level 7, ne? Ja, das lief jetzt nicht so gut, aber wir haben ja den Set dafür, ne? Ja. Als ob der den Prinz Level 3 hat bei Arena 6. Junge, warum, ne? Oder die Leute einfach, ne? Diese Leute, die einfach mal irgendwie so... Ey, der Magier, ne? Der kann so aufregen. Einfach. Auch beim Spielen kann ich nicht reden, irgendwie. Die Leute, die so eine epische Karte auf Level 8 haben, Alter, das ist so Warum hat er jetzt gefreezt? Okay. Wahrscheinlich, ja, okay, ich glaube, ich weiß warum. Okay. Ich weiß, oh, ja gut. Riese? Ja. Sepp, so, komm.
Ach komm, jetzt haben wir auch plus mal zwei Elixier. Komm, Barbaren noch als Schutz und als Combo. Finde ich immer ganz gut, so Barbaren und Huse. Ja, genau, er spiegelt einfach seine Skelettarmee. Wie ich immer. Aber ich spiegel meine Skelettarmee auch voll oft. Komm. Ja, geil. Das ist eine Scheiße. Ja, komm, das ist jetzt. Ach, egal. Egal, Leute. So, dann setzen wir mal unsere Lakaienhorde. Die sind Level 6, okay? So, als Ablenkung vielleicht. Ach, der wird nicht mehr drankommen. Ja, easy. Ja, scheiße, ne? Jetzt ist noch Kronen-K.O. Gut. Ja, okay, da brauchen wir jetzt kein Zepp-Setzen mehr. Was mache ich denn da? Warum setze ich den Zepp da? Alter. Lakaienhorde, weil die ja abgelenkt sind. Ja, okay, die müssen. Ey, ich habe immer die Skelettarmee, wenn er den Prinz setzt da, ne? Das ist so krank. Sorry, aber ich habe den Spiegel in meinem Deck. Alter, bitte, ich muss es jetzt kriegen noch, bitte. Ey, bitte, ich muss jetzt diesen fucking Turm kriegen. Bitte, bitte, das wird so. Ey, ja, wir haben den Turm. Boomer, jetzt haben wir ihn. Geil. Geil auf jeden Fall erstmal. Ja, 14 Gold, geil. Haben wir eine Krone bekommen und ein bisschen Gold. Und wir haben 1807 Trophäen. Und die königliche Arena, da will ich unbedingt rein wegen den Königsriesen. Megalakai, Musketierinnen, die drei. Hier noch den Elektromagier, die Princess und so. Also gibt schon richtig gute Karten, ne? Falls ihr es noch nicht wisst, oder? Ja, was jetzt? Was geht denn so in meinem Clan ab? Zwei online, mal gucken, ob jemand Testspiel will. Ob jemand mit mir kämpfen will. Mal gucken. Oder wohl, wir können auch für die Clantruhe kämpfen. Also machen wir einfach noch ein Match oder ein paar. Sagen wir mal, wir machen bis 10 Minuten. Ihr seht doch sicher das Ding jetzt hier. Ich weiß es nicht. Weil, ja. So, 10 Elixier. Ja, das ist jetzt ein Schall. Ja, okay. Ein bisschen doof. So musste ich jetzt noch wegen dem Magier so Skelett an mir rein. Okay. Oh, solche Kombos, ne, die können so heftig sein. So, okay, er ist Level 6. Ist schon mal ein kleiner Vorteil. Das gerade geleckt oder. Okay. Sagen wir mal, wir machen noch diesen Kampf. Ja, also. Ja, komm. Ach und frohes neues Jahr noch übrigens an alle Leute. Und frohe Weihnachten. Noch nachträglich. Da so. Lakaienhorde. Prinz zerstört und die Hexe kommt. Nein. Aber noch dumm. Okay, so ist weg. Oh, muss mir laden. Was? Junge, wie rede ich eigentlich immer, ne? Das ist so. Den Riese können wir. Ja, genau, Alter, wo ich sag, ja, den Riese können wir mal setzen. Nee, was macht er? Er setzt den Riese, ne? Alter. Komm, den kriegen wir auch. Amanda, komm. Amanda, komm. Was ist das? Na komm, den kriegen wir. Oh, scheiße, der war voll umsonst. Ja, kacke. Verdammte Scheiße.
Ja, okay, Skelettarmee ist easy down. Ja, aber mein Turm ist auch easy down. Alter, ich habe hier noch keinen einzigen Schaden gemacht. Alter. Komm, jetzt setzen wir mal den Riesenalter zum ersten Mal. Sollte ich. So. Dann ist die erstmal ein bisschen. Ja, okay, abgelenkt. So, dann stirbt sie jetzt vielleicht ein bisschen. Ja, okay. Gesetzt. Ja, okay, hat mein Turm. Ja, mein. Gut. Gutes Match. Joch. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja, wie wir Scheiße verloren haben. Mann. Okay, ich würde sagen, das war's für dieses geile Video. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, meine lieben Leute.